Herzlich willkommen zu Spirit, Leben mit Stil. Die große Glaubenskundgebung auf dem Kongress Treffpunkt Weltkirche, den das päpstliche Hilfswerk Kirche in Not in Augsburg ausgerichtet hatte, war ein Höhepunkt. Dass Glaube tief und fröhlich zugleich sein kann, zeigte diese Veranstaltung, von der wir Ihnen nun den vierten Teil zeigen. Den Mann, der gerade zum Rednerpult geht, brauche ich eigentlich überhaupt nicht vorzustellen. Ich tue es trotzdem. Obiora Ike ist Generalvikar der Diözese Enugu in Nigeria. Und er hat in seiner Diözese schon so viele junge Männer in seine Seminare gelockt, um ihrer Berufung als Priester zu folgen, dass er bei unserem Priestermangel uns bei jedem Besuch großzügig welche anbietet. Freuen wir uns auf den Vortrag eines Priesters, von dessen optimistischer Mentalität trotz aller Schwierigkeiten in seinem Land wir uns alle eine Scheibe abschneiden können, Obiora Ike. Zeit vom Schlafe aufzustehen. Meine lieben Freunde, ich werde nicht mehr so lange reden, aber ich habe eine lange Rede vorbereitet. Ich werde es kurz machen, aber immerhin ist es notwendig zu wissen, dass die Herausforderung dieser Zeit, die Einladung vom Kirche in Not mit dem Leitthema Zeit vom Schlafe aufzustehen, das trifft uns alle. Wir haben so lange geschlafen. Wir haben sogar geschnarcht. Und plötzlich ist das, was uns alle selbstverständlich war, Geschenke waren, plötzlich stehen wir auf und sagen, wo sind wir dann halt? Dass Kinder kriegen, große Theorien brauchen, politische Diskussionen und so weiter, damit man überhaupt weiß, ob man Kinder kriegt oder nicht. Dass man sogar Afrikaner brauchen und hierher importieren müssen, um uns zeigen, wie man lacht. Klach, lachen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. Und das Leben in Fülle zu haben, das ist unsere Sehnsucht. Und das ist auch die Aufgabe der Kirche, damals, gestern, heute noch, bis in Ewigkeit, Jesus Christus, die Welt vom Heute, zu vermitteln. Denn Jesus lebt. Die Soldaten haben geschlafen. So steht es im Johannes-Evangelium. Man hat bei seinem Tod Pilatus gesagt, dieser Mann, er hat gesagt, er werde in 3 Tagen auferstehen. Also gib uns Soldaten, sie müssen auf ihn wachen, damit seine Jünger nicht kommen und ihn wegnehmen und plötzlich wir das, was wir verhindern wollen, durch die Erzählungen überall im ganzen Lande verbreitet werden. Man hat Soldaten geschickt. Die haben geschlafen. Zeit vom Schlafe aufzustehen. Wir müssen darüber nachdenken. Normalerweise, wenn man lebt, Schloss Bellevue, Kanzler, große Präsidentenbesuch, schickt man Soldaten, um aufzustehen, um Salute zu machen, um die Garde zu halten. Aber bei einem Verstorbenen Soldaten schicken, das ist strange, sagen wir in Englisch. Very strange. Und nicht nur, dass sie dort geschickt sind, man bräuchte nur das Blick, dieser ganze schnelle Blick vom Engel, wie ein Blitz vom Himmel. Die Soldaten sind weg. Jesus ist auferstanden.
wahrlich auferstanden, dass die ganze Christenheit, die ganze Menschheit, Leute im Jenseits, im Pampas von Argentinien, jenseits von der Welt, diese Botschaft lebt. Am Kar-Samstag in meiner Pfarrei, Herz-Jesu-Pfarrei in Enugu, 447 neue Täuflinge haben wir gemacht. 400 plus. Menschen, die wir seit 3 Jahren vorbereiten, damit sie die Taufe empfangen, sind sowieso ältere Menschen, denn die neue Regelung in der Kirche ist, Kinder darf man taufen, aber wenn jemand 7 Jahre und über ist, dann muss er dann die Ritus der kirchlichen Initiierung für die Taufe gehen. 447 Menschen in einer Nacht. Am nächsten, und die Kirche war voll, drinnen und draußen, am Ostersonntag, Akt Gottesdienste in einer Pfarrei, in ganz Nigeria, in verschiedenen Kirchen. Afrikaner jubeln, Jesus lebt. Jesus lebt. Man muss für etwas stehen. Man muss auch für etwas sterben können. Man muss auch an etwas glauben. Wenn wir für etwas stehen, an etwas glauben und auch für etwas bereit sind zu sterben, werden wir nie mehr sterben. Und das ist das Leben Jesu. Ein Beispiel, ein Sonderbeispiel, was uns, egal von wo, in der ganzen Welt, alle hier in Augsburg bringt, überall in der ganzen Welt bringt. Die ganze Welt pilgert nach Rom, pilgert nach Medjugorje, egal wo man diese Jesu Christi finden kann. Jesus lebt. Zeit vom Schlafe aufzustehen. Einige Menschen meinen, die Verfolgung ist viel. Ich habe keine Zeit. Meine Aufgaben sind so viel. Ich muss Karriere machen. Jesus kann warten. Irgendwann mal habe ich Zeit für ihn. Look, Kinder und da Geld und da Geschäft und so weiter. Es gibt immer eine Entschuldigung. Es gibt immer einen Grund zu sagen, verschiebe es für eine andere Zeit. Aber wenn jemand begegnet wird von diesem Geist, was Jesus hat, er wird manchmal, wie ein Saulus, was Paulus ist, geworden ist, er wird manchmal nie mehr Nein sagen. Er wird begeistert. Und das sind für mich als Afrikaner von meinem Kontinent hierher eingeflogen, um diese Veranstaltung mitzuerleben. Spirit 2008. Spirit, Geist. Dieser Geist wird weht. Und dieser Geist kann nicht mehr alleine hier in Augsburg bleiben oder in diesem Sporthalle. Dieser Geist wird, wenn ich von hier weggehe, und ich denke von vielen von Ihnen, wir werden die Geschichte erzählen. Wir werden nicht mehr bleiben. Wir werden das Ganze geben, unser Leben spenden, damit Jesus, wie das Brot vermehren, vermehrt wird. Er braucht nicht mehr zweite Mal zu sterben. Eins genügt. Ich werde jetzt sterben, damit er durch mein Sterben lebt. Und wenn wir das vervielfältigen, dann heißt es Neuevangelisierung. Das braucht die Welt von heute. Da war mal eine Zeit, wo die Menschen gemeint haben, der Papst betet für uns und wir kommen in den Himmel. Die Priester beten für uns und wir kommen in den Himmel. Der Bischof mag das und das ist dann für uns erledigt. Heutzutage sind die Laien, 99% der Christenvolk heutzutage, wenn diese schlafenden Riesen auferstehen könnten, in der Politik in Berlin, in der Politik in New York, als Politiker, als Geschäftsleute, als Unternehmer, dann entfacht eine Flamme, was diese Soldaten, die geschlafen haben, nie mehr auslöschen können. Also, die schlafende Riese, wach auf, der Laien der katholischen Kirchenheit. Und wenn man aufsteht vom Schlaf und die Augen auf hat, dass er nicht mehr schnarrt oder irgendwie dozt, dann sieht man die Armut um uns herum. Denn es gibt so viel Armut. Nicht nur physische Armut, nicht nur psychologische Armut, nicht nur geistliche Armut.
Es gibt Armut in verschiedensten Arten und Weisen. Und manchmal steht es in der Bibel, in Lukas Evangelium, der Mensch von Jerusalem nach Jericho, er fiel in den Händen von Räubern. Es kommt einer und geht vorbei. Es kommt ein zweiter und geht vorbei. Sie haben es nicht gesehen. Sie haben Termine, wichtige Termine. Aber ein Samariter, vom Jesu genannt, der gute Samariter, er hat gesehen, er hat Zeit genommen, er hat diesen Menschen geholfen. Und die Frage Jesu, wer ist Nachbar dem Verwandten, wer ist Nachbar diesem Menschen gegenüber? Es war ein Samariter. Wenn jemand auf ist, nicht mehr Schlaf im Auge hat, dann wird er die Armut um uns herum sehen. Nicht nur die Armut in Afrika, aber auch die Armut um uns herum, ganz, ganz nahe. Das ist ein Geschenk, wenn wir unsere Augen aufmachen. Zweitens, dann können wir teilen. Wenn die Hände so sind, empfangen wir. Wenn die Hände geschlossen sind, kann nichts mehr hereinkommen. Also Hände auf. Deswegen beten wir auch so, Priester in die Kirche, damit die Gnaden kommen. Und wenn wir das empfangen, geben wir das weiter. Aber wenn die Augen geschlossen sind, wir beten nie so. Das machen nur Faustleute. Faust auf Faust, Schemanski-Politik. Aber wenn wir unsere Augen auf, Hände aufhaben, dann geht es, dass Gott uns beschenkt und das können wir noch weitergeben. Also teilen ist auch eine Tugend, was folgt, wenn wir aufstehen. Dann kommen noch die Menschenrechte. Wie vielmals werden diese Menschenrechte verachtet? In jeglicher Art und Weise. Und die größte Attacke der abendländischen Kultur, was ich gesehen habe, gehört habe und erlebt habe, die größte Attacke der abendländischen Kultur ist die Attacke gegenüber der Frau. Denn die Frau ist der Schlüssel zur Welt. Die Frau ist der Schlüssel zur Menschwerdung. Die Frau ist die Mutter, die uns heraufbringt. Und alle Attacke gehen auf die Frau und man schüttelt und sagt, wir möchten die Familie schützen, wir möchten die Familie das machen, wir möchten der Frau Geld geben. Beginnen wir mit den Media, Advert, alles, was man verkauft hat, sei es diese Tasse, sei es diese Uhr, sei es ein Mikrofon, ein Gesicht einer Frau muss da sein, damit es verkauft werden kann. Wenn keine Frau vermarktet wird, wird nicht, aber für uns ist es selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich. Man muss die Frau schützen, weil die Frau schützt uns und gibt uns das Leben. Aber Zeit vom Schlafe aufzustehen. Man darf darüber nicht reden, aber man muss darüber reden. Kriege. Oh, die Leute in Afrika machen Kriege jeden Tag, schlagen sich Köpfe gegenseitig, Burundi, oh mein Gott, was ist los in der Welt? Bombe überall. Wer stellt es her? Haben wir als Kirche, als Menschen, als Unternehmer einmal darüber nachgedacht? Wie kommt es, dass so viel Waffen in der Welt produziert sind? So viel, dass wir daraus Brot vermehren können. Dass kein Kind sterben muss, weil er Hunger hat. Aber das Geld wird für Waffen, für Kriege vorbereitet, die noch nicht begonnen haben. Und da brauchen wir alle, gemeinsam, egal wo, mehr Culpa zu sagen. Mehr Culpa, weil wir unsere Augen zu haben und profitieren alle daraus vom Geschäft des Todes. Und die Banken, weil wir schlafen. Und plötzlich, wenn die Augen aufmachen, und man darf nicht vergessen, zwei junge Jesu, die gingen von Jerusalem nach Emmaus. Die waren halb wach und halb schläfrig. Sie waren noch gedost von dem ganzen Geschehnis in Jerusalem, dass Jesus sterben könnte. Und sie liefen und erzählten, Jesus war in ihrer Mitte. Worüber redet ihr? Die haben ihm erzählt, aha, beim Brotbrechen. Die Augen sind auf. Sie haben ihn gesehen. Und sie sind noch an dem gleichen Abend, abgesehen von den ganzen Jammereien, 12 Kilometer Jammerei, sie sind zurück nach Jerusalem gefahren. Die längste Jammerei der Welt übrigens, habe ich gehört. Die längste. 12 Kilometer lang, 7 Meilen. Die Waffen des Todes sind viel. Und Papst Johannes Paul II. Hat uns beigebracht. Evangelium Vitae, das Evangelium des Lebens.
denn Gott liebt es, dass wir leben. Gott wünscht uns Leben. Er spendet uns Leben. Er erneuert unser Leben. Er erhebt unser Leben. Er gibt uns noch das ewige Leben. Unsere Aufgabe, diese Nachricht, diese Botschaft zu empfangen und Lebensspender zu geben. Und wenn wir das nicht machen, dann sind wir noch im Schlaf. Es ist Zeit aufzustehen, Zeit vom Schlafe aufzustehen, um das Evangelium des Lebens selbst zu predigen. Durch unsere Worte, durch unser Denken, durch unsere Taten. Und nicht nur warten, dass andere das machen. Wir sind aufgefordert, aufzustehen, in die Welt zu gehen und Jesus zu verkünden. Und letztlich, die Menschen zur Zeit Jesu haben immer gedacht, das war ein Thomas, wenn ich mit meinen zwei Augen nicht sehe, wenn ich mit meinen zwei Fingern nicht in seinen Zeiten meine Finger hereintue, werde ich nie glauben. Er ist tot. Ich kann nicht glauben, dass er auferstanden ist. Das ist der gleiche Thomas in verschiedenen Stellen der Bibel, der gesagt hat, lass uns mit ihm gehen, wegen Lazarus, Martha und Maria. Und wenn er dort sterben müsse, dass wir auch mit ihm sterben. Dieser gleiche Thomas sagt, ich glaube nicht, dass er aufhört. Ich möchte mit meinen zwei Augen sehen. Denn die Welt glaubt nicht. Wir leben in einer Gesellschaft, wir müssen es prüfen, messen, ganz sicher sein, analysieren. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Die einfachste Wahrheiten der Welt glaubt man nicht mehr. Es ist relativiert. Wir müssen es wissenschaftlich prüfen und messen und ganz genau, wie der Kölner sagt, ganz genau. Ganz. Und in dieser Zeit der ganz Genauigkeit fangen die Leute an, sogar die Frage zu stellen, existiert Gott? Ich glaube daran nicht. Existiert Moral? Na, Wahrheit weiß ich nicht. Würde, was heißt das? Und alle Tugenden, all das, was wir von Vergangenheit, von Kultur vermittelt, übermittelt haben, das müssen wir alle in Frage stellen. Nicht nur in Frage stellen, sondern wir glauben gar nichts mehr. Und wie Thomas, nur wenn ich mit meinen Augen sehe und wenn Jesus kommt und seine Friedensbotschaft. Friede sei mit euch. Thomas, komm. Hier, meine Finger. Hier, meine Seite. Sei kein Ungläubiger. Glaube. Thomas kniet, mein Herr und mein Gott. Mach seine Augen auf. Jesus ist wieder weg. Und dieser Jesus, was weg ist, landet in Afrika. Landet in Asien. Landet überall. Jesus lebt. Und er wird leben und er wird in uns leben und er hat uns entfacht. Und dieses Feuer, was er uns gegeben hat, das kann niemand mehr auslöschen. Der Teufel existiert. Die meinen, er existiert nicht. Der Teufel ist noch da und tut sein Bestes, um das Licht auszulöschen. Wir werden ihm die Chance nicht geben. Und irgendwann mal, das wird bald geschehen, werden wir keine Kirche in Not mehr haben. Es wird eine Kirche in Freude sein. Es wird eine Kirche, und wir müssen es auch richtig verstehen, weil nichts ohne das Kreuz. Wir müssen durch das Kreuz gehen, um zur Auferstehung zu kommen. Aber zur Zeit, wo wir das Kreuz haben, leiden wir und deswegen Kirche in Not. Aber es kommt eine Zeit. Es kommt. Nicht morgen, nicht übermorgen. In seiner Zeit. Und dann hat Kirche in Not seine Aufgabe erfüllt. Aber es wird dann Kirche in Freude sein. Und diese Kirche in Freude und dieses Leben in Freude und dieses Glaube in Freude, das ist mein Wunsch für uns alle. Gott möge es uns schenken in seiner Gnade. Amen.
Meine Damen und Herren, das war Spirit 2008. Wir haben uns fast an die Zeit gehalten, deswegen kann ich mich auch an meinen Text halten. 3 Stunden geistlicher Impulse, 3 Stunden von Gesprächen und Musik, die uns allen gezeigt haben, wie schön der Glaube ist und die uns hoffentlich auch allen gezeigt haben, wie wichtig es ist, diesen Glauben jetzt mitzunehmen und weiterzutragen. Unsere Künstler, die Sie heute hier gesehen haben, stehen morgen ab 9 Uhr noch einmal auf unserem Kirchplatz zur Verfügung, damit Sie mit ihnen auch vielleicht einmal persönlich sprechen können. Nehmen Sie etwas von der Begeisterung dieses Abends mit in Ihren Alltag. Und zum Abschluss wollen wir gemeinsam ein Segenslied singen. Und damit auch keiner den Text vergisst, haben wir den da oben gleich an der Tafel. Und das ist auch unser Wunsch an Sie. Geh unter der Gnade, gehen Sie alle mit Gottes Segen. Wünsche münden alle in den einen Ein.